Und moin moin. Hello there. Herzlich willkommen bei Chris Carlos Gaming. History by Squash Video. Und hier bei der Videostrecke Star Wars Battlefront 2 und natürlich die Einzelspielern-Kampagne. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Nicht die Glocke vergessen, Kommentar, Like, bla bla bla. Ihr wisst schon und ab geht's. Abfahrt! Täuschung, Infiltration, Exfiltration, Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere, es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem Elektrostupser modifiziert. Der nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Dass er den Zugangscode hört, unternimmt der ID-10 gar nichts. Lass mich einfach in Ruhe arbeiten. Verstanden. Ich werde schweigen, bis Sie diese taktische ID-10 einhalten. Sir, der ID-10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus Ihren Computern und komm dann zu mir. Achtung, Crew! Feindlich! Nicht anfassen! Einfach lecker aus, gerade in Verbindung mit diesen Zwischensequenzen, damit die Story einfach richtig wirkt, ist das schon echt genial. So, dann wollen wir mal loslegen. Vom Imperium. Spezialeinheit. Das gefällt mir.
Informationen über den Angriff des Todessterns auf Endor. Warten wir mal eben, bis er sich umdreht. Was er hoffentlich gleich mal tut. Gibt es natürlich noch eine kurze Einweisung, damit wir uns auch zurechtfinden. Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Endor. Gesehen, fast erwischt worden. Ab nach oben und rein da in den Lüftungsschacht. Da nicht reinfliegen, sonst war's das schon mit der Mission. Kurz gezockt, so. Zu hoch, ihr habt's gesehen. Stecken wir uns mal eben hier oben. Schnell hier unten durch und ab nach oben. Gutes Timing. Gehen wir. Avent Hask, hören Sie mich? Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Was ist da denn los? Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Hey, genug jetzt! Du bleibst da drin bis nach Endor. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Also bis dahin. Das war ja schon mal ein überragender Anfang. Das lief hier mal gar nicht, aber... Ahnen die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Kummer. Hier spricht Admiral Akbar. Ich rufe die Invincible.
Schiffe ins Galar-System leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sarost ab. Wir sammeln die Flotte zur Vorbereitung unseres Angriffs auf Mentor. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sallus-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Du musst was hacken. Nehmen wir natürlich die... Wir fliegen nach Talos und stoßen zum Rest der Flotte. Die Koordinaten vom Captain sind da. Bereiten wir den Hyperangriff vor. Maustaste 3, damit könnt ihr die lautlos erledigen. Der Raum ist etwas tückisch, hier müsst ihr echt auf. Weiter geht's. Hier aufpassen. Kommt von rechts eine kleine Überraschung. Aber nicht, dass wir verlieren,
runter. Hier auch vorsichtig sein. Ebenfalls wieder oben. Oben tut immer sehr weh. Nehmt gleich die Flasche mit, dann habt ihr den Kollegen. Und der da rauskommt, hatte relativ viel Feuerkraft. Also achtet drauf. Scan nach Bedrohungen. So, jetzt kommt der hässlichste Raum hier, den es gibt. Zeige ich euch warum. Jetzt kommen sie nämlich von hier und dann auch von links. Haltet euch am besten hier wirklich an der Konsole. So. Und rein da!